Hi und herzlich willkommen zu einem wirklichen Very Last Minute Video vor der ZP10. Ich bin Magda und ich will dir hier nochmal meine fünf wichtigsten Tipps geben, damit das in der ZP dann auch wirklich gut läuft. Tipp Nummer 1: Lies die Aufgabenstellungen ganz genau. Da verlieren super viele Schüler Punkte. Lies ganz genau, ob da steht, berechne die Seitenlänge in Zentimetern oder berechne die Seitenlänge in Millimetern. Wenn ihr da die falsche Einheit am Ende habt, büßt ihr Punkte ein. Oder Baumdiagramm. Stell dir vor, es gibt zwei Sorten Pralinen, Vollmilch oder weiße Schokolade. Und dann wird die Frage gestellt nach der Wahrscheinlichkeit dafür, dass die erste Praline aus weißer Schokolade und die zweite Praline aus Vollmilchschokolade wäre. Da würde dieser Pfad in Frage kommen. Wenn aber nach der Wahrscheinlichkeit gefragt wird, dass eine der beiden aus Vollmilch und die andere aus weißer Schokolade besteht, dann würden diese beiden Pfade hier in Frage kommen. Ihr müsst also wirklich ganz genau hinlesen. Und mein Tipp ist dabei, macht es so, dass ihr am Ende der Rechnung nochmal zur Aufgabenstellung zurückkommt, um den Antwortsatz im Sachzusammenhang zu schreiben. Dann könnt ihr nämlich die Formulierung aus der Frage quasi klauen. Und dabei checkt ihr automatisch nochmal, habe ich genau hingelesen? Habe ich alles gemacht, was da gefragt war? Und ihr könnt vor allem auch nochmal drüber nachdenken, ob eure Antwort Sinn macht. Wenn zum Beispiel gefragt wird, was kostet das Holz, um eine gewisse Rampe zu bauen oder so, dann müsst ihr nochmal hinterfragen, wenn da plötzlich diese kleine Rampe zum Skaten 5000 Euro Holzkosten hätte, ne? Also überlegt immer, ob ihr euch nicht vielleicht um eine Kommastelle vertan habt, wenn die Antwort im Sachzusammenhang eigentlich viel zu groß oder viel zu klein wirkt. Nachdem ihr also die Aufgabenstellung super genau lesen werdet, der zweite Tipp, konzentrier dich auch bei einfachen Aufgaben. Es ist super ärgerlich, wenn man irgendwelche kleinen Flüchtigkeitsfehler macht. Beispiel: lineare Gleichungssysteme. Hier erkennt ihr, dass y ist dasselbe wie 2x plus 3. Und euer Ziel ist ja immer, aus einer der beiden Zeilen eine der beiden Variablen rauszukicken. Ich kann also sagen, wenn ich jetzt y kenne, kann ich die erste Gleichung in die zweite Gleichung einsetzen. Und dann steht da 7x plus 2y. Und statt dem y nehme ich jetzt 2x plus 3 und das ist dann gleich 17. Flüchtigkeitsfehler, den man macht, wenn man sich nicht konzentriert, man vergisst, dass hier Klammern gesetzt werden müssen, weil ja zweimal das ganze y gerechnet werden muss. Und schwupps, ist alles falsch. Also konzentriert euch und denkt an solche Kleinigkeiten, ne? Wie die Klammern beim Einsetzungsverfahren. Oder wenn ihr die Kreisfläche berechnen müsst und ihr wisst nicht mehr ganz genau, wie die Formel ist. Übrigens, ne, die Formel für die Kreisfläche ist Pi mal r Quadrat, Pi mal der Radius zum Quadrat. Dann werft lieber nochmal einen Blick in die Formelsammlung, bevor ihr mit der falschen Formel rechnet. Und, auch so ein typischer Fehler, schaut immer genau, ob der Durchmesser oder der Radius gegeben ist. Weil wenn der Durchmesser gegeben ist, müsst ihr den erst noch halbieren, bevor ihr den in diese Formel Pi mal r Quadrat für die Kreisfläche einsetzen könnt. Also ihr wisst, was ich meine. Achtet auf Feinheiten, konzentriert euch richtig gut beim Lesen der Aufgabenstellung und beim Bearbeiten. Tipp Nummer 3, mindestens genauso wichtig. Behalte immer die Zeit im Blick. Nichts ist blöder als dieser Moment, wo der Lehrer sagt, okay, noch 5 Minuten und ihr seid total im Stress, weil ihr irgendwo erst in der Mitte der Aufgaben seid. Also immer genau auf die Zeit achten. Und vor allem, wenn ihr eine Aufgabe habt, wo ihr merkt, boah, die kriegt ihr gar nicht hin. Dann verdaddelt da nicht die ganze kostbare Zeit, sondern markiert euch die Aufgabe mit einem Textmarker, lasst Platz auf eurem Zettel, um die später noch zu bearbeiten und dann rechnet ihr erstmal weiter mit den Aufgaben, die ihr könnt, um die Punkte einzusammeln. Und wenn am Ende noch Zeit ist, geht ihr wieder zurück zu den Aufgaben, die ihr gemarkert habt und versucht nochmal die zu lösen. Und wer weiß, vielleicht habt ihr ja in der Zwischenzeit einen Geistesblitz bekommen, weil manchmal ist es echt so, dass das Gehirn noch unterbewusst weiter nachdenkt. Und dann merkt man plötzlich irgendwo am Ende so, ah, jetzt habe ich die Idee, wie ich die Aufgabe am Anfang hätte machen können. Und wenn man noch Zeit hat, geht man dahin zurück und rechnet die, hat aber eben nicht die kostbare Zeit vertrödelt, sondern da in der Zeit andere Aufgaben gerechnet und die Punkte mitgenommen. Tipp Nummer 4. Wenn du irgendwo nicht weiterkommst, mach dir eine Skizze, wenn das irgendwie geht. Zum Beispiel diese Behauptungsaufgaben, wo man immer weiß, okay, ihr habt irgendwie einen Zylinder. Und dann wird gesagt, wenn der Radius verdoppelt wird, dann verdoppelt sich auch das Volumen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Mein Tipp wirklich, macht euch Skizzen. Mit einer vernünftigen Skizze seht ihr auf den ersten Blick, ob so eine Behauptung stimmen kann oder nicht und könnt viel besser die Formeln anwenden und das Ganze nachrechnen. Und der letzte Tipp, vielleicht der wichtigste,
glaub an dich. Wirklich, du hast dich super vorbereitet, du hast die ganzen ZPs der letzten Jahre wahrscheinlich durchgerechnet, du hast die Generalprobe von David und mir durchgerechnet und du bist top vorbereitet auf das, was da irgendwie kommen kann. Vertraut auf euch, glaubt an euch, bleibt optimistisch, konzentriert euch und dann wird das schon. Da bin ich mir sicher. Viel Erfolg und alles Gute. Ciao.